Hallo Freunde der guten Unterhaltung, willkommen bei einer neuen Folge von Goat Simulator. Diesmal sogar mit Facecam. Hallo. Kamera. Gut, ich werde jetzt mal ein bisschen schauen nochmal. Wir haben ja letztens versucht, in die falsche Map zu starten. Ach du Scheiße, Moment. Natürlich war zurück. Schon am Anfang gefällt vom Let's Play, das fällt gut an. So, wir starten jetzt den Counter mal für die 15 Minuten, die jetzt gleich folgen werden, ungefähr. Und jetzt hätten wir hier kurz Optionen. Das war falsch. Custom Games, so. Und wir werden CD Bay wählen. Ich habe ein paar Kommentare letzte Zeit gekriegt, die ich versuche nachzugehen. Also, erstens mal, was die Batterie anbelangt, war tatsächlich so, wie ich gedacht habe, pro Batterie wird die Achterbahn schneller. Angeblich gab es auf der Insel, wo ich war, mit dem Boot hinkam, gibt es eine Batterie. Ich weiß gar nicht, wie ich mit der Batterie dahin kommen soll, zurückkommen sollte. Aber das werden wir jetzt gleich mal herausfinden. Dem müssen wir mal zum Boot gehen und versuchen mal auf die Insel zu schauen, ob wir da eine Batterie sehen. Okay, mit ES lecken, so werden wir versuchen, wir müssen uns hoch festhalten. Nein! Und weg ist es. Okay, fail. Ja, da können wir gleich neu starten. Das Boot schon am Anfang verfehlt. Aber wieso hat sich das Ganze hingelegt? Ich wollte mich hier hinlegen, ich wollte mich an den komischen Boot anlecken. Na gut, dann werde ich jetzt nochmal da runter gehen. Was ist denn das? Skulptur? Also jemand hat gesagt, man sollte das Skateboard mit jemandem können wir übers Wasser fahren, aber Lol, habt ihr das gerade gesehen? Ich bin auf dem Arsch. Lol. Das sieht witzig aus. Auf dem Arsch runter. Man sollte das, das Robert mitnehmen, damit man darüber gehen kann. Problem ist, schaut mal das an. Ich bin Akrobat. So, jetzt halte ich mich hier fest. Bleib auch da. Ich wüsste echt nicht, wie man da drin bleiben möchte, wenn man sich da nicht festhält. Oh, super. jetzt verstehe ich, was damals gemeint ist, eine Trappfalle. Die Falle ist, wenn man hier im Boot drin bleibt, bis zum letzten Moment, dass man im Boot festgeklemmt und nicht mehr rauskommt. Okay, also ich sehe jetzt aber keine Batterie. Wenn hier eine Batterie gewesen wäre, wo wären die gewesen? Ja, Kommentar kommentieren, Funktion. In die Kommentare bitte. Unten. Ich glaube, das bringt wohl nichts mehr. Seht, ich bin hier im Boot eingeklemmt und kommt ja nicht mehr raus. Das heißt respawn. Ja, so viel respawn, ich mache Restart. Gut, wir können es nochmal versuchen. Ich gehe jetzt nochmal zu dem Boot hin. Um so das nochmal hinzukriegen. Kann ich am Auto festhalten? Oh, ich komme nicht nach. Ah, ist zu schnell. Und tschüss. Ja, ich habe schon gedacht, ich laufe einen Wagen. Nee, nicht mit mir. So. Halte ich mal hier fest.
und springe aber dann rechtzeitig ab, damit ich nicht im Boot gefangen bin. Also eigentlich ist es nur gedacht, dass ich im Boot festhält bis am Ende und dann im Boot eingeklemmt ist. Da habe ich aber letztens schon Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich vorher abgeschwommen bin. So. Ja. Okay, das ist keine Falle jetzt, das ist gewollt so. Also ich bin hier draußen. Diesmal nicht eingeklemmt. Und ich suche jetzt mal die Batterie. Angeblich soll hier auf der Insel eine Batterie sein, wurde in der Kommentar geschrieben. Gestrandet. Und tot. Doch nicht, so. Jetzt der Trap. Ich sehe noch nichts irgendwie. Zumindest bin ich jetzt mal nicht eingesperrt wie vorhin. Eine Batterie. Kannst du sagen, essen? Was? Ach du Scheiße. Lol, kann man mal einen Pilz essen? cool. Warte, geht's noch weiter? Gott! Yeah! Wenn das mal nicht... Das ist laut. Ich weiß nicht, wie laut und geht, scheiße. Kann ich das bannen? Warte, ich muss kurz schauen, wie der... Ich vergesse immer die Option, ey. Ich habe mir ein Bäh. One. Eins. Oh. Nach Mutation. Cool. Gut. Wir haben noch einen Pilz. Yeah, wird immer monströser. Ach du Scheiße. Ist mehr Pilz? Ja, noch mehr. Oh, nee, weggepuckt. Oh, ist mein Ohr noch größer geworden? Ach Scheiße, ist noch größer. Doch nicht. So, also ich sehe hier keine Batterie. Also niemand von euch wirklich hier eine Batterie gefunden hat, soll das bitte sagen, wo sie war. Ich finde sie jedenfalls nicht. Jetzt mal ein Stückchen Stadt gehen. Diesmal mit Respawn. Habe ich halt das coole Outfit. Der Kopf ist einfach viel zu groß, ey. Sieht doch geil aus. So, jetzt will ich aber echt wissen, wenn die Achterbahn eben schneller fährt, wie will denn das funktionieren? Dann fährt er jetzt schon aus der Achterbahn, ouch, fährt jetzt schon aus der Achterbahn raus. Wie man dann da noch schneller fahren können. Fahre nämlich gerade runter, ist die Batterie dann immer, ja, wahrscheinlich muss ich jetzt mal die Batterie neu sagen, fahren wir wieder durch. Nein! Ich war viel zu schnell. Aber es sieht mir echt geil aus. Sechs Batterien sind es.
Ich glaube, wir sind noch nur eine einzige sehen. Classic Horse. Und tschüss. Ja, ich überlege ganz echt, ich gehe davon aus, die Batterien werden nicht hier drinnen mehr sein. Die ich eigentlich gefunden habe. Sonst werden die wohl wirklich in der Stadt verteilt sein. Wir erinnern uns, wir haben auch mal ein Ritual-Portal gesehen, wo man was Mystisches hinbringen sollte. Und ich weiß nicht, was genau. Wenn jemand von euch das auch weiß, das war gerade in Folge 2. Also Folge 2, ich meine, Folge 2 in dieser Stadt hier. Dann schreibt doch irgendwas in die Kommentare, was ich da nach hinbringen muss. Irgendwas Mystisches muss es sein. Ja, super. Steht ein Zieglein ganz allein im Wald. Ach, jetzt die Waldjump-Aktion wieder, die wir hier Minecraft-Manier auch schon mal gemacht haben. Ja, was auch interessant wäre zu wissen, weiß das jemand, die Ziegen, man kriegt eine Belohnung, wenn man alle gefunden hat. Muss man die alle in einem Spiel sammeln oder funktioniert es auch, wenn man die in mehreren Spielen dann sammelt? Wäre mal ganz interessant zu wissen. Hier finde ich auch wahrscheinlich die Ritualstelle wieder. Da ich gleich zeigen kann, was ich gemeint habe mit der Ritualstelle. Ich glaube hier unten. Oh ne. Okay, ich versuche mal. Ist noch nie geschafft. Ich werde es wohl nie schaffen. Das klappt. Yeah. Der Beste, was ist das da? Okay, 2-Player-Modus, okay. Ja gut, ich wollte eigentlich schauen, ob ich eine Batterie finde in der Stadt. Was ich bisher nie gefunden habe. Allerdings habe ich nie nach Batterie gesucht, muss ich jetzt sagen. Was ist das für Müll, ey? Oh, eine Schleichwerbung. Coca-Cola. Hey, jetzt komme ich nicht mehr raus, oder was? Was geil, ich bin hier festgehakt. Super. Juhu. Ja, ich würde sagen, ich beende mal gleich jetzt hier die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und schaut mir erstmal wieder ein, ein Squad Simulator. Wie gesagt, Kommentar dazu, ob ihr auf der Insel eine Batterie ist oder nicht, wäre sehr nett. Vielleicht, wie gesagt, dieses besagte Ritual dahinter habt ihr Halfpipe. Was muss ich da genau hinbringen? Wo finde ich das? Das ist auch noch was, wo ich nicht weiß. Und so wie zum Beispiel auch wie die goldenen Ziegen. Muss man die alle in einer Partie einsammeln oder reicht es, wenn ich die nach und nach finde? Wenn es jemand weiß, bitte in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.